und ein Fass voll Rum. »Ein netter kleiner Hafen«, sagte er endlich, »und eine hübsche Lage für eine Grogschenke. Viele Leute im Haus, Kumpel?« Mein Vater musste diese Frage zu seinem Bedauern verneinen. »Umso besser«, fuhr der Seemann fort. »Dies hier soll meine Koje werden. Wie ihr mich nennen sollt, meinetwegen Kapitän.« Er warf 3 oder 4 Goldstücke auf die Schwelle. »Sagt's mir, wenn ich damit fertig bin.« Graben zu, in den er kopfüber hineinfiel. Er stand jedoch im nächsten Augenblick wieder auf seinen Füßen und lief jetzt völlig verwirrt gerade unter die Hufe des ersten Pferdes. Mit einem schrecklichen Aufschrei fiel Pew zu Boden und das Pferd jagte über ihn hinweg und zertrampelte ihn mit den Hufen. Er wälzte sich noch einmal um, kehrte sein Gesicht nach unten und regte sich dann nicht mehr. Ich sprang aus meinem Versteck und rief die Reiter an. Die Hispaniola wurde einige Striche näher an den Wind gelegt und segelte einen Kurs nach der Ostseite der Insel. Während ich mir noch den Kopf zerbrach, was ich tun sollte, rief mich Dr. Livesey zu sich. Sobald ich ihm so nahe war, dass keiner der Matrosen meine Worte verstehen konnte, stieß ich hervor: »Doktor, lassen Sie mich reden. Bitten Sie den Kapitän und den Squire, nach unten in die Kajüte zu gehen, und senden Sie dann unter irgendeinem Vorwand nach mir. Ich habe schreckliche Mitteilungen.« Ich war noch nicht 100 Schritt gelaufen, als ich auf ein Blockhaus stieß. Dicht unterhalb der Kuppe eines Hügels entsprang eine klare Quelle. Auf diesem Hügel erhob sich ein starkes Blockhaus, das 40 bis 50 Personen Aufnahme gewähren konnte und auf jeder Seite mit Schießscharten für Musketen versehen war. Bewacht und hinreichend mit Lebensmitteln versehen, konnte das Blockhaus gegen ein Regiment verteidigt werden. Während mir das alles noch durch den Kopf ging, erscholl von der Seite wieder aufgenommen. Eine Kugel zersplitterte die Muskete des Doktors. Die Seeräuber kletterten wie die Affen über die Palisaden. Der Squire und Gray feuerten wieder und wieder auf sie. Die 4 Mann, denen es gelungen war, über die Palisaden zu klettern, stürmten gegen das Haus mit lautem Geschrei, das die anderen Piraten draußen wie ein Echo beantworteten, um ihnen Mut zu machen. Bootsmann Job Anderson erschien in der mittleren Schießscharte. »Vorwärts, alle Mann!« brüllte er mit Donnerstimme. In diesem Augenblick packte ein anderer, der nüchtern gewesen war. Schließlich fand ich für Hans eine noch halbvolle Flasche Brandy. Für mich nahm ich etwas Zwieback, einige eingelegte Früchte, Rosinen und ein Stück Käse. Dann ging ich wieder an Deck, legte meine Vorräte außer Reichweite des Zimmermanns nieder, ging nach vorn zum Wasserfass, löschte meinen brennenden Durst. Dann erst, und nicht früher, brachte ich Hans den Brandy. »Verdammt«, knurrte er, »das hat mir gut getan.« »Silvers grüner Papagei, Kapitän Flint, er war es, der ein besserer Wächter als alle anderen meine Ankunft mit dem eintönigen Ruf verraten hatte. Das durchdringende Schreien des Papageis weckte die Schläfer, sie sprangen auf und Silver rief mit einem kräftigen Fluch, »Wer ist da?« Ich versuchte zu flüchten, stieß dabei heftig gegen irgendjemand, taumelte und lief geradewegs in 2 Arme hinein, die sich sofort um mich schlossen und mich festhielten. Durch Glück und halb durch Waghalsigkeit. Und er liegt jetzt heil und trocken im Nordhafen auf dem Strand. In aller Eile erzählte ich ihm meine Abenteuer und er hörte mir schweigend zu. Bei jedem Schritt bist du es, der uns das Leben rettet. Und du glaubst, wir würden zugeben, dass du das Deine verlierst? Du hast die Verschwörung entdeckt. Du hast Ben Gunn gefunden. Die beste Tat, die du je vollbracht hast. Und da wir gerade von Ben Gunn sprechen, so fällt mir etwas ein. Was ich mir vorgenommen habe. Nun, Kameraden! Er hob seinen Arm und seine Stimme, offenbar in der Absicht, die anderen zum Angriff zu führen. Aber in diesem Augenblick blitzten aus dem Dickicht 3 Musketenschüsse auf. Mary stürzte kopfüber in die Grube. Der Mann mit dem verbundenen Kopf drehte sich wie ein Kreisel um sich selbst und fiel dann der Länge nach auf den Boden, wo er tot liegen blieb. Die anderen 3 machten Kehrt und liefen davon. Die rauchenden Musketen in der Hand kamen der Doktor...